tolles Gefühl. Bin auch ein Stück weit stolz auf diese Zahl. Bin jetzt schon so lange dabei und jetzt diese Zahl von 300 zu erreichen für Hannover 96 bedeutet mir schon auch sehr viel. Ich glaube, jeder Fan, jeder im Umfeld, der sich mit der Materie oder mit mir ein bisschen beschäftigt hat, der weiß ja mittlerweile, was Hannover und eben auch Hannover 96 mir bedeutet. Ich fühle mich hier sehr, sehr heimisch und spiele unheimlich gerne für diesen Verein und habe schon so viel erlebt. Und ich glaube, das macht es am Ende aber auch ein Stück weit aus. Erstes Bundesligaspiel, das bleibt haften. Und vor allen Dingen ist es einfach ein sehr, sehr, sehr guter Erinnerung geblieben, weil wir einfach auswärts gespielt haben. Wir haben gewonnen, zu Null gespielt. Es war mein Debüt. Das waren so viele Eindrücke, die da auf mich eingeprasselt sind. Mit so einem Happy End. Es war einfach ein fantastischer Tag. Ein Tag, den ich in meinem Leben nie vergessen werde. Abends hat bei mir an der Hoteltür geklopft und Mirko kam dann rein. Und ich, was will der denn von mir so quasi? Hab damit gar nicht gerechnet und dann hat er gesagt, naja, aufgrund deiner guten Trainingsleistung und Trainingslager etc. und so. Und wir wollen dir jetzt einfach mal die Chance geben und du hast es dir verdient und wünsche dir viel Glück für morgen. Und ich war natürlich ab dem Zeitpunkt wahnsinnig aufgeregt und konnte auch kaum schlafen in der Nacht. Nichtsdestotrotz voller Adrenalin ist man dann einfach auch topfit und hellwach. Und ich konnte ja auch eine gute Partie abliefern und schöne Erinnerungen. Wahnsinnig tolle Erinnerungen natürlich an dieses Spiel. Tolle Choreografie, Wahnsinn, wenn ich das so sehe. Wahnsinn, toll. Für mich war natürlich mein erstes Europa League-Spiel quasi, mein erstes Internationalspiel generell für Hannover 96. Tolle Atmosphäre, Wahnsinn, was hier abgegangen ist. Und wir konnten das Spiel für uns entscheiden. Es war halt einfach ein gelungener Tag und unvergesslich einfach. Wir sind hingefahren. Sevilla war ja dann schon wieder zwei Wochen weiter im Training drin. Man hat das auch richtig gespürt, dass sie da so nicht stehen lassen wollten und uns richtig den Fight geliefert haben. Haben mich auch zu der einen oder anderen Parade gezwungen quasi. War toll für mich auch zu sehen, dass ich einfach auch auf diesem Level schon performen kann. Und ich glaube, ich habe auch eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert. Und wir sind dann glücklicherweise mit dem Unentschieden dann auch in die Gruppenphase eingezogen. Und auch dann mit dem Heimflug sind so Momente, die bleiben in Erinnerung. Und alle, die dabei waren, die wissen, wovon ich spreche. Das war schon phänomenal. So quasi von einem Highlight ins nächste geschlittert, sodass ich gar nicht so am Anfang viele, viele Gedanken daran verloren habe, weil das war schon spektakulär. Bundesliga, erste Bundesligaspiel gemacht, dann international. Ich glaube auch, dass so Sevilla auswärts international ist so ein Spiel, wo auch mal der Bundestrainer drauf schaut. Und nach so einer Performance, glaube ich, hatten sie mich dann noch mal mehr auf dem Zettel. Kopenhagen. Ich meine, das ist auch eins der Spiele neben Sevilla, wo die Leute heute noch von sprechen. Also egal, wenn ich mal in der Stadt bin oder alteingesessene Fans, die sagen immer, boah, Kopenhagen, wir waren dabei. Ich denke mir immer, wie, ihr wart auch dabei? Gefühlt war halb Hannover einfach in Kopenhagen. Wahnsinn, also auch, ich meine, auswärts so eine Choreo, toll, Emotion pur. Ich meine, Lars wieder das Ding da, Volley in den Winkel haut, das sind so Momente, wo er einmal kurz dann anwählt. Beeindruckend, tolle Atmosphäre, ein toller Europa League-Abend für Hannover 96. Das war ja auch eigentlich Wahnsinn. Ich meine, ich mache meine ersten beiden Spiele gegen Bayern München und wir gewinnen direkt beide. Ne? Ich glaube, es gibt Spieler, die haben noch nie gegen Bayern gewonnen und ich mache mit meinen ersten beiden Pflichtspielen gegen Bayern München zwei Siege. Tolles Spiel, tolles Ergebnis. Hier Mario Gomez, 1-1 gehalten. Mario übrigens hat dann irgendwann bei meinem ersten Länderspiel auch, ist er zu mir gekommen, hat gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen, mach einfach so wie immer oder vielleicht so wie gegen Bayern München letztens vor ein paar Wochen, dann brauchst du dir keine Sorgen machen fürs erste Länderspiel. Da haben wir in Kiew gegen Ukraine gespielt, da habe ich mein erstes Länderspiel bestritten und Mario ist als Kapitän eingelaufen, hat mich nochmal kurz daran erinnert, dass ich ja gegen Bayern super performt habe und ich soll einfach genauso spielen. Tatsächlich gewonnen. Also man muss fairerweise sagen, wir sind auch oft mal nach Dortmund gefahren und haben auch eigentlich meistens verloren.
Aber an dem Tag hat irgendwie alles gepasst. Ich glaube, ja, ich musste dann auch mal an dem Tag auch über mich hinauswachsen. Habe ein gutes Spiel abgeliefert. Können vielleicht auch nicht alle behaupten, dass sie mal in Dortmund gewonnen haben. Man weiß ja nie, wie eine Karriere so verläuft. Man weiß nie, wie es weitergeht und man hat ja gar nicht die Möglichkeit, so weit in die Zukunft zu schauen, was sich für Möglichkeiten oder für Türen wieder öffnen. Aber trotzdem, zu meiner Zeit in Leicester oder auch beim VfB, ich habe immer mit einem Auge auch auf die Ergebnisse von Hannover geschaut. Das ist einfach automatisch so. Man guckt sich zum Beispiel in Leicester, man guckt sich die Premier League Ergebnisse an und direkt das nächste, man guckt, wie hat Hannover gespielt. Das war wirklich so immer so bei mir drin. Jedes Wochenende habe ich mir die Ergebnisse von Hannover angeschaut. Nach dem zweiten Jahr beim VfB Stuttgart hat sich dann die Möglichkeit ergeben, nochmal zurückzukehren. Und dann habe ich gesagt, so, wenn sich jetzt die Chance nochmal bietet, dann möchte ich das unbedingt machen. Und dann habe ich mich auch klar zu Hannover bekannt. Für mich war klar, ja, ich komme zurück. Langfristig. Das war wirklich aus tiefstem Herzen diese Entscheidung und ich habe mich wahnsinnig gefreut und aus vollster Überzeugung diese Entscheidung auch getroffen. Ja, eine Wahnsinn. Es war sowieso eine, erstmal mit den Haaren sowieso, spezielle Atmosphäre. Wenn man das so an der Anzeigetafel sieht, das Ergebnis 3-0, 0-0 gespielt, gute Partie abgeliefert. Die Jungs haben mega geil performt, das muss man einfach so sagen mal, und es war einfach ja, toll und ich glaube auch, dass viele Fans vor dem Fernseher wirklich einen tollen Abend gehabt haben und ja, wahnsinnig spektakulär. Ich meine, Mönchengladbach, wissen wir ja auch, ist jetzt auch eine gute Bundesliga-Mannschaft. Rundum perfekter Abend. Unsere Jungs haben einfach auch, ich kann es nochmal wiederholen, toll performt. Insofern war das wirklich nach meiner Rückkehr so, ja, eigentlich schon fast so ein Highlight. Vielleicht wäre es wirklich ein absolutes Highlight gewesen, wenn wirklich noch die eigenen Fans im Stadion gewesen wären, weil sie hätten es verdient gehabt. Es war leider aufgrund von Corona nicht möglich, aber das wäre dann wirklich, das wäre dann nochmal Premium gewesen. Also ich glaube, klar, ich habe eine tolle Partie abgeliefert, habe der Mannschaft da irgendwie auch die 3 Punkte gesichert. Das kann man schon irgendwie so sagen, auch wenn ich das nicht oft mache. Es lief einfach wie am Schnürchen auch bei mir. Ich habe mich so quasi in einer Art Rausch gespielt. Egal, was irgendwie aufs Tor kam, ich habe es irgendwie rausgekratzt oder gehalten. Und ich glaube, die Fans haben das auch honoriert. Das war mir persönlich auch, oder ist mir persönlich in schöner Erinnerung geblieben, dass die Fans dann auch das, oder meine Leistungen mit Sprechchören so honoriert haben. War ein toller zweiter Abend. In Pink habe ich eigentlich immer auch ganz gut performt. Kommt, glaube ich, auch bei den Fans ganz gut an. Das sind einfach auch schöne Bilder und nach dem Spiel dann mit den Fans zusammen da zu feiern, das war auch ein toller Moment. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit. Es macht mir gerade eine riesen Freude und man spürt, dass hier so ein bisschen eine Aufbruchstimmung ist jetzt auch endlich. Also das, was wir uns schon seit Jahren wünschen und das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans wächst auch wieder zusammen. Ich bin dann schon auch guter Dinge, wenn ich fit bleibe und gesund, dass ich dann auch noch viele Spiele für Hannover 96 machen kann.